Jetzt machen wir Abstecher in die Welt der Zauberei. Konkret zum Zauberduo Domenico. Das ist der Dominik Zemp und der Nico Studer. Seit sie vor 3 Jahren den Swiss Talent Award gewonnen haben, touren sie durch die Schweiz und heute wogen sie sich in unser Harmoniespiel «Ich oder du». Zauberduo Domenico, Dominik und Nico, hallo. Hallo zusammen. Tschüss zusammen. Wie geht's? Sehr gut. Mal schauen, was uns erwartet. Genau, wir sind gespannt. Fragen. Ah, dann gut, sehr schön. Hier kommt die erste. Wer fährt besser? Auto. Übereinstimmung? Dominik. Ja, definitiv. Ich habe natürlich auch viel mehr Erfahrung. Oder? So, ist das so? Und ja, seit wann hast du zu spielen? Der Bärmieter. Ich kann jetzt nicht mehr das Grüne. Das heisst, du kannst schon über 3 Jahre. Mhm. Aber trinken darf er gleich nicht, weil du schon 0 Promille, oder? Nein, also das definitiv ich. Okay, apropos trinken. Wer trinkt eher mal einen über den Durst? Das ging schnell. Nico also. Mhm. Schon noch das Studentenleben zu passen, oder? Ich verstehe. Das sind Sportstudenten, die trinken immer zu viel. Nach der Show geht er auf und ihr auch alles auf. Genau, wie es das gehört. Nächste Frage. Wer hat mehr Macken? Wir warten noch. Sie sind sich einig, Dominik. Nur zu, wir hören. Einer ist unser Tussi. Wenn er zu wenig Schäden in den Haaren hat, siehst du ihn auf der Bühne etwa 7 Mal so machen. Ich habe halt auch einen schwierigen Haarwuchs. Das kannst du nur bändigen mit viel, viel Haarschäl respektive Wachs. Manchmal braucht es sogar Haarspray. Ja. Die nächste Frage passt perfekt. Wer ist eitler? Keine Überraschung. Sie, Dominik. Klar, ne? Man sieht auch, die meisten Fotos, die auf Facebook hat, sind Selfies. Es so. Lernt okay. Gut. Zu dem muss ich nichts sagen, oder? Nächste Frage, bitte. Okay, die kommt schon. Wer ist der größere Morgenmuffel? Wieder Dominik. Ja, mhm. Das ist definitiv so. Wenn wir eine Show zum Beispiel früh am Morgen in Basel haben und auch bei mir übernachtet, dann ist am Morgen stehe ich auf, machst du das Morgen parat, habe vorher schon bei ihm geklopft, 20 Minuten später komme ich, der liegt immer noch im Bett. Ich muss sagen, ich bin halb Mexikaner, das ist kulturell bedingt. Natürlich. Ich gehe später ins Bett und stehe darum auch später auf. Das ist rein kulturell bedingt. Alles klar. Und in dem Fall, wer tanzt besser? Ah, nicht der Mexikaner, sondern Nico. Wie kommt's? Ja, das ist so. Also ich tue viel Salsa und Bachata tanzen, auch Bachata unterrichten. Von dem her bin ich auch heute Abend wieder tanzen. Bin ich da relativ viel unterwegs. Auch unsere Choreos und so, die wir haben auf der Bühne. Sehr schön. Nächste Frage. Wer gibt mehr Geld für Unnötiges aus? Einmal ich, zweimal ich. Wofür denn so? Ja, was? Das macht jetzt alles. Na kommen Sie. Ich darf gerne gern Geld ausgeben. Einfach ab und zu mal irgendetwas kaufen oder so, wo man einfach sieht, etwas Cooles. Und dann, hey, die Kamera ist cool, die kaufe ich jetzt. Ich weiß auch nicht. Das ist wirklich so, wenn wir zum Beispiel zusammen mal in der Ferien sind, am Flughafen, gibt es auch immer die coolen Läden mit den elektronischen Gadgets. Du mit deinen Kopfhörern. Kopfhörer oder ein Helikopter ist das Geilste. So ein Drohnenhelikopter, das ist wirklich geil. Das muss ich dann einfach kaufen. Ja, das kenne ich. Letzte Frage. Wer ist intelligenter? So gut. Ja, Sie sind sich einig. Dominik. Ja. Studiert, ich habe eine Brille an. Ja, man sieht es natürlich. Also das muss ich sagen, zum Teil irgendwie so 2 Tage vor dir, weißt du, ich habe mal eine Prüfung, ich kann jetzt angefangen zu lernen. Okay, ist bei mir meistens nicht anders, aber ja, ich glaube, das Wirtschaftsstudium ist ein bisschen anspruchsvoller wie an der pädagogischen Hochschule. Oh, das dürfen Sie nicht sehen. Ja, zu spät, schon raus. Ich sage nicht. Ja. Aber ich sage Ihnen dafür, dass Sie in 15 von 20 Fragen übereingestimmt haben, das sind 75% Harmonie. Hey, 75%? Ja. Das ist mehr Harmonie als bei uns auf der Bühne. Oh. Hat etwas, ne? Gibt es noch einen Handschlag zum Schluss? Nein, warte. Zack. Wir machen auf den Toy. Toy. Magic Hands. Vielen Dank und tschüss.